Killer 13 und Warden heißen euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rift. Hallöchen, Killer. Hello. Ich laufe gerade langsam, weil ich die Hose voll habe. Ja, stimmt, das ist ziemlich ungemütlich, wenn hinten alles voll ist. Ja. Und da ist schon ratsam, langsam zu laufen. Mir ist gerade was aufgefallen. Es gibt hier ein ausgefranstes Seil. Wir hatten vorhin ausgefranste Körbe. Wie sieht's denn hier mit den Frauen aus? Oh mein Gott, das müssen wir rausschneiden. Timothy, ich hab nicht überlegt. Nein, das lassen wir drin. Wir haben unseren Kunden versprochen. Aber Mensch, zu unseren Kunden zählen 4% weibliche Zuschauer. Ja, die werden schon drüber hinwegsehen. Ja, okay, werdet ihr schon schaffen. Hey, vor allem, das hat ja auch was Gutes. Ist mir eine Ehre. Gut, gucken wir mal hier nach der Botin der Tablette. Oh Gott, sollen wir das jetzt einfach schon hinter uns bringen, das Tutorial, einfach schnell wegklicken. Einführung Seelenbaum, also ich glaube, das hört sich nicht gut an, ja, das hört sich gar nicht gut an. Machen wir kurz, komm. Wir nehmen es, ist schon weg? So, Seelenbaum-Tutorial ist weg. Danke für die Information, schließen. Thanks for the information, I wanna have a... Ich muss ganz kurz hier gucken, ich habe doch hier irgendwas bekommen, hier ist eine Axt. Ist die nicht hier? Ich habe einen Beutel bekommen, ich meine... Ah ja, ich hab hier nämlich nur gerade ein bisschen umgezogen, ein paar verbesserte Gegenstände angezogen. Okay. Auch ausgezogen. Halt, wir müssen irgendwie, irgendwas stimmt noch nicht. Also ich habe zumindest noch nicht, sprecht mit der Botin. Ach stimmt, stimmt. Ich glaube die neue Quest noch gar nicht angenommen. Ich sehe auf der Karte nichts. Ihr seid unsere Rettung. Sprecht mit Sienna Farallon, sprecht mit Alvin Demmler. Let's do it, bra. Ich habe hier noch eine zusätzliche. Die Botin der Vigile beim göttlichen Anlegeplatz möchte, dass ihr mit Sienna, Falaron, Alvin Demmler redet und danach mit Urin Bancroft. Nimm sie an. Ich glaube, ich muss mit dieser Tante auf jeden Fall kurz sprechen. Du meinst Captain Gott. Ah, nee, Captain Gott. Ich habe Captain Gott gelesen. Ganz schön überheblich, der Kerl. Guck mal hier. Captain Kompot. Gott. Ja, Captain Komplex, schnell weg hier. Oh, hier ist der Alvin Demmler. Gut euch zu sehen. Hallo, ich bin Alvin. Gute Reise. Ich war früher mal ein Chipmunk. Gute Reise, du alte Scheiße. Alte Kartoffelsuppe. Ach, vorhin hast du den Beruf eigentlich angenommen, diesen Magie? Oder warten wir, bis mehr Lehrer kommen? Also Magie, das war ja kein Beruf, es war irgendwie also mein, der Magierlehrer. Ach so, okay, das ist so eine Art Klassenlehrer, okay, verstehe. Genau. Schütz und Heinz. Hier steht ein feindlicher Heinz von Ghost. Fuck. Feindlicher Battlehind. Oh shit, gib da. Weißt du, ich stehe mit meinem kleinen Stab davor und schlag auf diesen Heinz. Also ich bin ja. Ich fight hier vorne. Hier sind so brennende Assis. Oh mein Gott, brennende Penner. Und es macht wirklich einen Heidenspaß. Weißt du, meine Lieblingsattacke ist gegen brennende Leute. Flammenblitzen, so ein Scheiß. Welch Feuerball, ja. Na, das bringt richtig viel. Schon reindrücken. Mit dem Wasser-Pokémon, welch Wasser-Bosser-Kämpfe. Pack. Mach ich den Schlauch, oh, der Cash aus. Der ist weg. Oh. Die sind Level 6. Wir sind auch Level 6, also passt. Alles im grünen Bereich bis jetzt. Ach, übrigens, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, wenn man auf, nicht auf P, sondern... auf I drückt, gibt es hier eine schöne Gruppensuche. Und hier gibt es jede Menge Dungeons. Da wollen wir auf jeden Fall fett einsteigen. Dungeons machen, Bosse bekämpfen, Gegenstände erfarmen und so weiter. Hier, wie man sieht, geht's hier los. Level 15 bis 22. Das Reich der Feen. Also 15, 22, das ist der empfohlene Levelbereich. Dann das Eisengrab, finstere Tiefen und so. Da freue ich mich echt wie ein Schnitzel drauf, wenn wir da rein können. Ja, ich mich auch. Das ist bestimmt geil. Und da kann man dann Dailies abholen. Also eindeutig genauso wie bei WoW. Also die Leute, die Warcraft kennen, die wissen auf jeden Fall noch, was hier los ist. Siehst du, sehe ich es gerade richtig? Wir haben ja tatsächlich schon eine Quest für den Bereich, obwohl wir da noch gar nicht mit jemandem... Wie ist das denn passiert? Wie meinst du das? Ich mache gerade eine Quest. Bist Frevler. Frevler-Zerstörer besiegen. Läuft die bei dir auch? Warte, ich schau mal. Frevler? Nee, also ich kann jetzt mal nichts sehen. So, ich komme mal zu dir und Teil. Ich weiß nicht, wer ich die habe. Es hat gerade einfach angefangen. Ach, vielleicht ist ein Spieler vorbeigerannt und hat die, Hat die geteilt? Keine Ahnung. Hat die geteilt? Moment mal, ich kann die gar nicht teilen. Das ist vielleicht eine klassenbezogene Quest, also nur für Magier oder so. Ich guck gerade, Beschreibung, Flammenmaul. Der Drache des Feuers hat seine entsandt. Läutet diesen Ort von diesen Abscheulichkeiten. Wo hab ich denn das her? Bitte schön, das ist doch gelogen. Keine Ahnung. Wo du das wieder hergezaubert hast.
Also ich weiß es nicht, ich. Flammeglut und sowas. Nee, nicht mit mir. Nicht mit mir, gell? Gehen wir einfach, sollen wir hochgehen oder? Fevler Zerstörer habe ich jetzt. Merzt die Flammenglut aus. Kurz gucken. Ja, außerweltliches Leid heißt die Quest. Merzt die Flammen. Merzt die Flammenmaulglut aus. Ja, 0 von 8. Wie geht das? Wie kann man das ausmachen? Haben wir wieder einen Questgegenstand? Nee. Ja, da vorne sind sie. Wir sind nicht hier. Wir sind noch nicht bei den Viechern. Die sind da oben. Ach so, okay. Hier ist eine Stadt. Gehen wir erstmal hier in die City. Ja, Black Betty, Rambadammer, Black Betty. Hier ist dieser Orin. Ich babbel ihn mal an. Wir können uns glücklich schätzen, euch bei uns zu haben. Auserwählte wie ihr werden hier mehr denn je gebraucht. Ja. Schön. Finde ich gut, ne? Auf jeden Fall. Klingt richtig gut. Hier kommt mir bekannt vor. Aber ich habe ja eine Quest noch nicht abgeschlossen. Außer weltliches Leid heißt die. Da sollte man Freveler zerstören. Die sind da hinten, die sind hinter der Stadt erst. Ach also, die sind so weit hinten, okay. Ja gut, okay, dann passt das alles. Das ist die Quest, die ich mit dir teilen wollte, aber es ging nicht. Okay. Genau, das ist die. Sollen wir hier mal alle Quests annehmen? Genau, nehmen wir mal alles an. Hallo. Bla bla bla, ein Gold 35. Alles klar. Ja, das machen wir. Was hast du Schönes zu sagen? Ist da auch eine Quest? Das keine Quest. Gut euch zu sehen. Annehmen. So. Ah, dieser Knilch hier hat diesen Seelenstein oder wie das heißt. Hallo. Wie bei WoW, ne, diesen Seelenkack. Ah, dass man sich da wieder zurückporten kann, ne? Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall wertvoll. Warte mal, ich müsste den ja jetzt hier irgendwo haben. Beziehungsweise ist der noch in der Tasche. Bei P, das ist ja kein richtiger Stein. Da hab ich gerade geguckt, aber irgendwie. Bei P müsste es, also die Seelenabberufung müsste auf der ersten Seite stehen, bei allgemein. Allgemeine Verfischen, Überleben, Distanz, bla bla bla. Hä? Warte, ich hab den vielleicht nicht richtig angesprochen, den Kerl. Mal kurz gucken. Euch zu sehen. Ja, beenden. So, jetzt habe ich den Kram. Wir haben jetzt an der Stelle jetzt mal nicht alle Quests vorgelesen, weil das waren natürlich viele Questgeber. Ich glaube, jetzt wären wir 10 Minuten am Vorlesen gewesen. Mhm. Wollen wir mal nicht übertreiben. Ich habe ja was für dich, guck mal, ob das dir passt. Ich mach mal kurz einen Handel auf. This shoes. Brauchst du die? Ich schaue erstmal kurz, ob die. Nee, verkaufst du. Also, okay. Die würden mich ins Minus auf jeden Fall rücken. Okay, bra. So, jetzt werde ich mir auf jeden Fall diesen Seelenabberufung hier reinziehen. In meinem Gebrauchtwagenhändler und verkaufe hier gerade meine Gebrauchtwagen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde jetzt nochmal zum Händler gehen und mal ein bisschen mein Kram verkaufen. Ich habe schon 14 Gold. Schlecht. Alter, ich habe 16 und ich bin voll reich, wisst? Ja, ich habe jetzt auch gleich 16. Mensch, ich verkaufe jetzt erstmal ein Zeug. Ich hab hier noch einen Beutel übrig, du brauchst keinen Beutel mehr. 16, 34, ich hab schon 4 Platzbeutel und ich glaube, die anderen Slots sind noch irgendwie zu. Ja. Dann Anzeigen gesperrt. Das muss man sich erwerben. Zusätzliche Plätze. Aber hoffentlich nicht mit deinem Geld. Die wollen uns ja wohl verarschen hier. Die Beutel findet, also glaubst du wir... Ich fange nochmal von vorne an. Glaubst du, wir kriegen diese Beutelplätze da unten ganz normal freigeschaltet, die restlichen 4? Da glaubst du, die kann man nur erkaufen? Bin ich mir nicht sicher. Wie viel hat man denn bei WoW, wenn man volle 3 Beutel? Die größten Beutel sind 16 Slot-Beutel und davon kann man, glaube ich, 4 oder 5 Stück haben. Ja, ich meine, dann kommt der 3 ganz gut hin eigentlich. Der erste sind 20 Slot-Beutel, ja. Ja, was sollen wir zuerst angehen? Ah, schau mal hier. Ich glaube, hier, guck mal hier, Bergarbeiter. Bergarbeiter ist doch richtig gut für mich, Krieger. Was sind hier noch dabei? Schlachter und Sammler. Ich lese direkt mal Schlachter vor hier. Durch. Ach, guck mal da. Also ich werde Schlachter lernen. Dann kann ich nämlich die Tiere schlachten und dann Zeug und dann noch, wenn ich Schneider bin oder hier heißt es Ausstatter, kann ich dann mich ausstatten. Ja, das ist auf jeden Fall ideal für dich, weil du bist ja Mage, hast Stoffrüstung und so und dann, ja, das passt. Die Felle und so kannst du dann gleich verarbeiten. Ich werde hier auf jeden Fall Bergbau wählen, das habe ich jetzt zur WoW-Zeit mit meinem Krieger gemacht. Da habe ich nämlich, mit dem Eisen habe ich mir dann die Rüstung gecraftet. 10 Silber kostet die erste Trainingseinheit. Cool. Das ist ridikulös. Oh, ich benötige einen Webstuhl. Wie bitte? Genau, jetzt werde ich mir die Fähigkeiten hier mal reinziehen. Man kann übrigens hier bei der Schnellleiste, kann man oben auf den Pfeil drauf gehen und dann hat man nochmal eine komplett neue, frische Reihe. Ich glaube, da werde ich mir die Berufs-Shortcuts reinziehen. Bergbau. Das mache ich schon auch glatt, das glaube ich aber. Und Erz aufspüren. Das sieht geil aus. Was haben wir hier noch eigentlich? Distanzattacke. Ich glaube, hier mache ich mir noch mehr rein. Fischen.
Mache ich mir auch auf Leiste 2 rein. Überleben. Was macht ein Überleben eigentlich? Stellt Ausrüstung zum Campieren her und bereitet Lebensmittel zu. Okay. Fett, fett, fett. I'm just about living. Jo. Lendenstück, süße, rote Süßbeere. Nicht übel. Nicht übel. Okay, wir haben jetzt hier jede Menge Quests. Wo fangen wir an, uns durchzuarbeiten? Ich würde mal auch gerne so ein Erz sehen, was ich abbauen kann. Ja. Vielleicht sehen wir demnächst irgendwo was. Guck mal, lass einfach hier in den ersten, da du rennst schon hin, in diesen ersten kleinen Ring gehen und gucken, was für, wenn wir da jemanden angreifen, was da geschieht. Das sind irgendwelche Feuer. Diese Feuer kann man doch bestimmt ausschalten oder... Oh, was mache ich denn hier? Ich war noch in der zweiten Leiste und wollte mich gerade nach Hause teleportieren. Ach, guck mal, das ist eine Quest. Hier hast du bestimmt aus Versehen was angenommen. Guck mal, ja, auslöschen, der Freveler. Ah, ne, das sind diese Zünder, okay. Das ist ja schon die bekannte Quest. Müssen wir die töten? Haben wir schon? Das sind diese Feuerknüppel, haben wir schon 10 Stück. Die müssen wir auslöschen, diese Feuer. Genau. Die zählen jetzt wieder gemeinsam. So, okay. Das ist schon eine schöne Sache. Nee, bro, das ist nice. Nach da hinten. Da will einer kämpfen, nicht mit mir. Nicht mit mir. Quatsch. Oh ja, so ein paar geile Attacken. Das gefällt mir doch sehr gut. Es ist auf jeden Fall mal auch nicht schlecht, ein paar Leute mitzunehmen, wenn man irgendwo auf dem Weg ist. Manchmal kill ich einfach mal so ein paar. Einfach so für EP. Naja, auf jeden Fall. Kill these bitches. Ich hab da mal so ein WoW-Lexikon, es gab so ein WoW-Buch, da hab ich durchgelesen, da gab es einfach ewige Seiten nur an Wörter, ne? Was weiß ich, da gab's, wie ist das Wort? Wenn du einfach nur EP machst, indem du Mobs tötest in der freien Wildbahn. Das, ich glaube, grinden oder sowas, das hat irgendwie alles seine Begrifflichkeit, aber das ist doch echt voll nervtötend, oder? Wenn du jetzt einfach nur, wie in der South Park-Folge, einfach irgendwie Schweine tötest, um dein Level aufzupushen. Ich grinde. Ich bin gerade hart am Grinden, gell? Lass mich mal in Ruhe, bitte. Mama, raus. Voll in die Hose gegrindet, scheiße. So, was haben wir hier Schönes? Bringt mir alles nichts. Da schaue ich einfach, was am wertvollsten ist. 78. Ich bin die Kackhose genommen. Stärke plus 1, aber Ausdauer minus 1. Ich verkaufe den Scheiß. Bum, bum, bum. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Wisst ihr? Da unten. Verderbtes Requi... gehen wir mal hin. Genau, hier haben wir diesen Questgegenstand, die müssen wir irgendwie inspirieren. Ah, die können wir bestimmt umstimmen mit diesem Stein. Dass die nicht gegen uns, sondern für uns kämpfen. Keine Ahnung. Was das jetzt genau bewirkt. Ich sehe gerade, du bist an einer anderen Quest dran. Aber wir sind hier gut, wir haben echt einen guten Lauf, ey. Wir questen hier gerade wie die Harten im Garten. Ich gucke hier gerade, die Harten im Garten müssen Schaden. Was ist das? Dauerwirkender Wiederauferstehungsstab.